Wir haben heute das Thema Deadly Dust oder Todesstaub. Zu diesem Thema haben wir uns einen Spezialisten eingeladen, Frieda Wagner. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich würde dich als allererstes bitten, etwas zu deiner Person zu sagen und wie du zu diesem Thema gekommen bist. Ja, einfach, was dich bewogen hat. Ja, das Thema Uranmunition, das war eigentlich mein letzter Film. Ich habe angefangen in jungen Jahren. Also erstmal zu deiner Person jetzt. Ja, in jungen Jahren als Kameraassistent und habe dann ab 1971, 72 als freier Kameramann, lichtsetzender Kameramann gearbeitet. Und irgendwann war mir das ja zu wenig. Mhm. Und habe dann ab 80, 81 angefangen, eigene Themen, das waren meistens sozialkritische Themen, zu recherchieren. Ich war damals immer liiert und bin es immer noch, Gott sei Dank, mit einer argentinischen Frau. Und mit der habe ich dann viel auch in Lateinamerika gedreht. Das sind also immer hochgelobte Filme gewesen. Ich habe dann 81 schon für Kameraführung meinen ersten Grimme-Preis bekommen. Ja, und irgendwann kam ich in 2002 auf das Thema Uranmunition. Hm. Ja, die Geschichte der Atomwaffen ist ja vielfältig. Welche Arten von Atomwaffen gibt es denn überhaupt? Also nur so grob umrissen. Uranmunition ist ja keine Atomwaffe, ne? Aber es gibt halt die sogenannte Atombombe, gibt ja nur ein Land, die je eingewendet hat in einem Krieg. Das waren die USA, Hiroshima und Nagasaki, furchtbar. Der Präsident hat jetzt ja Hiroshima besucht als Friedensnobelpreisträger. Und hat sich immer noch nicht entschuldigt. Ja. Ja, also dann hat denen das alles nicht gereicht und man hat die Wasserstoffbombe entwickelt, das ist ja eine Plutoniumbombe. Und wenn man weiß, dass allein Plutonium eine Halbwertszeit von über 20.000 Jahren hat, dann weiß man eben, dass die ganzen Partikelchen, das sind ja alles Nanopartikelchen, Alphastrahler, die vagabundieren immer noch um die Erde und können jederzeit von irgendjemandem eingeatmet werden. Die können sich auf einen Apfel setzen, auf Früchte, auf Getreide. Und die sind ja so winzig, das sind Nanopartikelchen, bei der großen Hitze verbrennt das eben zu Nanopartikelchen. Und man muss sich das vorstellen, die sind 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Also mit wer den Folgen, das eben einatmet oder mit der Nahrung aufnimmt oder wenn man eine kleine Verletzung hat, dann geht das in die Wunde rein. Dann kann man eben Krebs, Leukämie und alle furchtbaren Krankheiten kriegen, die oft oder meistens inzwischen tödlich sind. Also haben wir noch gute Chancen, die Überbleibsel der ganzen Waffentests genießen zu dürfen an einem eigenen Körper eventuell. Leider. Je nachdem, leider, wo wir Urlaub machen oder wo wir uns befinden. Ja. Das sind ja schon mal schöne Aussichten. Man liest ja im Augenblick davon, dass die Atombomben in Büchel modernisiert werden sollen. Also die sind schon modernisiert, da bin ich ganz sicher. Das ist unbemerkt von der Bevölkerung passiert. Das sind, glaube ich, 20, 22 Bomben, genau weiß man das nicht. Die sollen eben auch von deutschen Jagdfliegern eventuell eingesetzt werden, irgendwo hingetragen werden. Und die sind mit Sicherheit eine ganz neue Generation. Da ist nur die Masse, die da drin ist, die tödliche Masse, ja, die ist vielleicht dieselbe. Alles andere ist neu. Das ist eine rundum erneuerte Bombe. Ja, da können wir uns glücklich schätzen, nicht? So viele Hochtechnologie. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema von heute, Todesstaub. Das hängt ja unmittelbar mit Uranmunition zusammen. Was ist überhaupt Uranmunition? Also wir haben ja jetzt eben Atombomben gehört, Plutoniumbomben, dann gibt es noch Neutronenbomben und jetzt diese Uranmunition. Da muss ich ein klein bisschen ausholen. Uranmunition wird gefertigt von einem Abfallprodukt der Atomindustrie. Ich will das so erklären, wenn Brennstäbe für Atomkraftwerke hergestellt werden aus Natururan und man will also Brennstäbe im Gewicht von, sagen wir mal, 1000 Tonnen herstellen,
dann entsteht ein Abfall von abgereichertem Uran in der Größenordnung von 8000 Tonnen. Also 1000 Tonnen Brennstäbe ergeben einen Abfall von 8000 Tonnen. Das bedeutet, weil es ja so viele Atomkraftwerke weltweit gibt, dass wir auf dieser Erde in etwa 1,3 Millionen Tonnen abgereichertes Uran haben. Das ist hochgiftig und radioaktiv und muss also bewacht, gepflegt werden, und das kostet Geld. Und da haben sich bestimmte Leute überlegt, was kann man denn daraus machen? Und dann ist man auf die Idee gekommen, weil abgereichertes Uran ist fast doppelt so schwer wie Blei. Und man hat dann in die Jumbos zum Beispiel, braucht man in den Flügeln Ausgleichsgewichte. Und damit die nicht natürlich riesengroß sind, in der Masse groß sind, verwendet man natürlich nicht Gold, was noch schwerer wäre, sondern man hat verwendet abgereichertes Uran. Und dieser Israel-Jumbo, der in Amsterdam in so ein Vorstadt, ja, in so ein Gebäude ganz großes Wohngebäude ist, ja, ist da reingedonnert. Da hat ja er dieses Gebäude, hat er gebrannt, tagelang, und als leider Endprodukt wurde festgestellt, dass dann Leute an Krebs erkrankt sind, an Leukämie, dass die Frauen missgebildete Kinder geboren haben. Und man hat eben erkannt, da muss so und so viel Prozent der Ausgleichsgewichte müssen dort verbrannt worden, sind dort verbrannt zu Nanopartikelchen, und die Leute atmen das ein, haben das eingeatmet und sind krank geworden. Und seitdem darf kein Jumbo mehr in Europa landen, der noch diese Ausgleichsgewichte hat. Es gibt natürlich alte Jumbos, die haben das noch, aber die dürfen nur noch in Afrika oder sonst wo in der neuen Welt landen, nur nicht in den USA und in Europa. Ja, dann ist ja mein Ferienflug gesichert. Ja. Dann brauche ich ja keine Angst zu haben. Ja, du sagtest, sprachst eben schon von verschiedenen Uransorten. Da, um da ein bisschen einzusteigen, was kennen wir denn? Uran 234, 35? Ja, wir kennen Uran 235, in kleinen Mengen 234, 238. Das ist alles im sogenannten Natururan drin. Und wenn man eben Brennstäbe herstellt, dann entsteht dieser Abfall. Und dann hat irgendein Militär erkannt, und das ist gleichzeitig auf dieser Erde in verschiedenen Ländern entwickelt worden, parallel, also in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in der UdSSR, in der damaligen. Und man hat eben festgestellt, wenn man dieses abgereicherte Uran, das also fast doppelt so schwer wie Blei ist, entsprechend beschleunigt, also erstmal zu einem Spitzenstab formt, den dann beschleunigt und meinetwegen auf eine Panzerwand schießt, dann geht er durch diese Wand durch wie durch Butter. Und das Zweite, was passiert, es entsteht beim Eindringen, das natürlich in Sekundenbruchteilen passiert, eine ungeheure Reibungshitze zwischen 3000 und 5000 Grad. Und es entsteht ein Abrieb. Und dieser Abrieb wird mit in den Panzer oder hinter die Panzerwand reingesogen, und durch die Hitze er verbrennt explosionsartig. Das heißt, ein Urangeschoss, haben die Militärdesigner erkannt, braucht keinen Sprengstoff. Es reicht, wenn man dieses abgereicherte Uran also zu einer Spitze formt, die mit irgendeinem Treibsatz verschießt oder als Bombe natürlich in kiloweise, dann hat die diese furchtbare Wirkung. Also es geht durch Stahlbeton und durch Stahl hindurch wie ein heißes Messer durch Butter, und gleichzeitig durch die hohe Hitze und den Abrieb kann es explosionsartig verbrennen. Das heißt, der Panzer wird zerstört, die Mannschaft, die da drin ist, verglüht in Sekundenbruchteilen. Und so ist das Werk des Teufels dann passiert. Wer deinen Film gesehen hat auf YouTube, der sieht das. Es gibt wirklich eine Verzögerung. Man sieht das in dem Film, wie das Geschoss eindringt. Da passiert erstmal gar nichts. Und dann fliegt der Turm durch die Gegend und der Panzer explodiert in einem riesen Feuerball.
Man kann davon ausgehen, dass die Insassen keinerlei Überlebenschancen haben. Ne? Ja, damit haben wir eigentlich auch schon direkt geklärt, warum es so gefährlich ist, haben wir eigentlich noch nicht geklärt. Das Gefährliche ist eben an dieser Waffe, ich habe es schon an der Atombombe erklärt, diese radioaktiven Teilchen, das ist ja ein Alphastrahler, abgereichertes Uran, also Uran-238 ist ein Alphastrahler. Und jetzt hat man aber festgestellt, dass verschiedene Länder, besonders auch die USA, und wir haben das festgestellt in unserem Film Todesstaub, als wir im Irak waren, haben wir also ja Proben von den abgeschossenen Panzern mitgebracht. Wir haben auch Bodenproben mitgebracht von dem Gelände, wo die Panzer dann standen und wo wahrscheinlich dieser feine Staub zu Boden gesunken ist. Und wir haben festgestellt, dass darin, wenn man das massenspektrometrisch untersucht, dass darin auch das sogenannte Uran-236 ist. Und Uran-236 kommt in der Natur nicht vor, sondern es entsteht in der Wiederaufbereitungsanlage. Das heißt, wenn man die Brennstäbe, die ausgelaugt sind, neu auflädt. Und das bedeutet, wenn wir also an den abgeschossenen irakischen Panzern 2003 Uran-236 festgestellt haben, dann bedeutet das, dass die USA in ihre Uranmunition oder in ihren Panzergranaten oder in ihren A-10-Geschossen, die also von diesem Kampfflugzeug gegen die Panzer eingesetzt werden, dass sie da ausgemusterte Brennstäbe aufbereitet haben in der Munition. Und in diesen aufbereiteten Brennstäben ist natürlich vorher das Plutonium chemisch entfernt worden und die anderen wichtigen Sachen, die man zu Bomben verwenden kann. Aber das ist ein chemischer Prozess und dieser ist nie ganz vollständig. Das heißt, man findet in Uran-236 auch Plutonium. Ist ja genial. Das ist ja eigentlich, wenn man das zynisch betrachtet, eine tolle Altlastbeseitigung. Ja, man hat eben aber nicht gedacht, dass das jetzt um die Welt weiter vagabondiert oder dass es in trockenen Gebieten wie im Irak, wo es wenig regnet, auf dem Boden liegt. Und jetzt bei den sogenannten Desert Storms, die vom Süden des Irak in den Norden gehen, wird dieser ganze Dreck, auch eben dieser Uranstaub, in den Norden transportiert, wo nie eine Uranbombe oder ein Urangeschoss eingesetzt worden ist. Und dort erkranken jetzt Kleinkinder an Krebs, und zwar an Krebsarten, die so hoch aggressiv sind, die normalerweise nur alte Leute kriegen. Wir haben das festgestellt, also im Urin dieser Babys wird ausgeschieden dasselbe Uran mit dem Fingerbrand, den die amerikanischen Soldaten, die Erkrankten, die Kontaminierten in ihrem Uran ausscheiden. Ja, was soll man dazu sagen? Wer hat eigentlich die Waffen entwickelt? Du sagtest schon am Anfang, dass das weltweit mehrere waren, vor allen Dingen Militärs. Inzwischen ist es so, dass etwa 22 Staaten diese Waffe besitzen. Die kriegen sie natürlich von verschiedenen Staaten und die sie mit Sicherheit herstellen, fangen wir mal bei den USA an, bei Großbritannien, bei Frankreich. Die Bundesrepublik hat es versucht, aber die Bundeswehr ist nicht ausgestattet mit dieser Waffe. Deshalb gibt es keinen Waffenhersteller in der Bundesrepublik, der diese Waffe herstellt. Aber Russland stellt das natürlich her, Australien stellt das her, Pakistan stellt das inzwischen her, Australien stellt das her und so weiter und so weiter. Aber eingesetzt haben es nur die USA, die Franzosen, Großbritannien und die Israelis. In welchen Ländern? Also die sind eingesetzt worden, garantiert 1991 im Irak, dann wieder 2003 im Irak, 1995 in Bosnien, im sogenannten Bosnienkrieg. Da ist eine interessante Geschichte zu erklären. Da hat man die Stadt, eine Kleinstadt in der Nähe von Sarajevo, wo die serbischen Militärs
also ein Panzerreparaturwerk hatten. Da hat man heftig mit Uranbomben eingesetzt. Und die Serben haben sofort gewusst, oh Gott, wenn die Amerikaner jetzt diese Waffe eingesetzt haben, dann muss man in diesem Kerngebiet der kleinen Stadt Hacici die Bevölkerung irgendwo in die Berge transportieren, damit die sich nicht kontaminieren. Und so wurden 4000 Menschen aus Hacici umgesiedelt nach Bratunac. Aber das hat natürlich eine Woche gedauert. Und in der Woche haben sich so und so viel kontaminiert. Und in den nächsten 5 Jahren sind von den 4000 Umgesiedelten, das sieht man auf den Friedhöfen von Bratunac, 1112 an Krebs und Leukämie gestorben. Wenn die Amerikaner das 1995 in Bosnien schon eingesetzt haben, haben sie es auch 1999 im Kosovo eingesetzt. Dann wusste man in allen folgenden Kriegen um die Gefährlichkeit von dieser Waffe. Selbstverständlich. Man musste es eigentlich seit 1991 und seit 1999 spätestens. Also wenn deutsche Politiker, wie zum Beispiel damals die Frau Merkel, die da noch nicht Bundeskanzlerin war, für den Krieg 2003 gestimmt hat, an dem Schröder nicht teilgenommen hat, ja, dann hat sie wissentlich und willentlich für den Einsatz von Uranmunition gestimmt. Durch die Alliierten und die anderen Willigen im Krieg 2003. Da sie ja Physikerin ist, kann man richtig, davon ausgehen, genau, dass sie auch um die Gefährlichkeit gewusst hat. Genau. Und dann ist die Waffe natürlich, wird sie eingesetzt seit 2001 in Afghanistan. Sie ist selbstverständlich in Libyen eingesetzt worden, sogar hier die amerikanischen Schlachtschiffe, sage ich immer, Rammstein und Spandalem. Da wurden ja die A-10 eingesetzt, die alle in losgelassen. 16 Flugzeuge, glaube ich, die eben dann in Libyen eingesetzt worden sind und eben gegen die Gaddafi Panzer gekämpft haben, ja, oder die eben abgeschossen haben, mit den Franzosen, mit den Briten. Hat Libyen irgendwie den Krieg gegen den Westen erklärt damals? Nö, das war ein unerklärter Krieg, weil man, und da hat sich ja sehr Frau Clinton hervorgetan, die damals als echte Kriegstreiberin, muss man sagen, agiert hat. Für die USA. Also wir haben schon erstaunliche Politikerinnen. Eine Frau Merkel, die bewusst deutsche Soldaten dahin geschickt hätte nach Irak und sie der Gefahr ausgesetzt hätte. Abgesehen davon, mir war auch bis jetzt nicht bewusst, dass der Irak uns den Krieg erklärt hat. Nee. Und die Frau Clinton, die heute ja sich als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt hat und Frieden und Freiheit der Welt bringen möchte, als Kriegstreiberin ihre Karriere begonnen hat mit. Ja, ist erstaunlich. Dann haben wir also abgehandelt jetzt, wer sie entwickelt hat und wer sie herstellt. 22 Nationen, sagtest du, ne? Also das liest sich ja wie Who is Who der mächtigen dabei. Staaten eigentlich, ne? Und es gab natürlich immer Initiativen, gerade von den friedliebenden Völkern, dass man in den Vereinten Nationen darüber abstimmt, ob diese furchtbare Waffe nicht es höchste Zeit ist, die zu ächten. Und es wurde also seit 2006, 2007 wurde alle 2 Jahre darüber abgestimmt. Und die Länder, die also dafür gestimmt haben, für die Ächtung, ist bis 2012 angewachsen auf 155 Staaten, die dafür waren, dass diese Waffe geächtet und nie mehr eingesetzt wird. Aber immer ist diese Eingabe, diese Abstimmung gescheitert am Einspruch von 3 Nationen. Darf ich raten? Ja. Amerika? China? Wer? China? Nein, hat sich der Stimme enthalten. Frankreich? Ja. England? Ja. Also die 3 großen Nationen, die immer dabei sind, haben Stimmen heute immer noch. Und Deutschland und hat Russland, immer, wie war das mit Russland? Hat sich ja auch der Stimme enthalten. Und Deutschland hat auch immer für die Ächtung gestimmt. Aber 2014 hat Deutschland zum ersten Mal sich der Stimme enthalten.
Und da spürt man eine Tendenz. Also die Leute werden nicht klüger, unsere Politiker, sondern im Gegenteil. Es ist eine Tendenz da, weil zum Beispiel Hans Rühle, der war Chef des Planungsstabes im Verteidigungsministerium gewesen, heute ein älterer Herr, der hat 2015 zum Beispiel in einem Interview für die Welt am Sonntag gesagt und gefordert, wenn unsere Wunderwaffe der Leopard 2 der große Panzer sein und bleiben will, dass er gegen den russischen T, was weiß ich, bestehen will, dann muss er eigentlich mit Uranmunition bestückt werden, was bisher nicht der Fall ist. Denn die Russen bauen, und das wird im nächsten Jahr fertig sein, an einem neuen Panzer, das ist der Armata. Genau, Armata. Und dann ist eine in der Konsequenz etwas passiert, dass nämlich im Juli 2015 hat sich der Konzern Krauss-Maffei-Wegmann, der den Leopard 2 herstellt, zusammengetan mit der Firma Nexter, das ist die französische Firma, die den Leclerc herstellt, Panzer, und die werden einen neuen Panzer entwickeln, und weil die Firma Nexter, die französische, eine Jahrzehnte Erfahrung hat in der Herstellung von Uranmunition, Urangranaten und Uranbomben, wird diese neue französisch-deutsche Panzer mit Sicherheit mit Urangranaten ausgerüstet werden. Wenn mich nicht alles täuscht, sind Streubomben verboten, nicht? Richtig. Es hat lange gedauert, aber sie sind verboten. Ja, sie sind verboten, aber Streubomben haben... Ancient Orange ist inzwischen verboten. Ja, sie haben aber eine begrenzte Lebensdauer. Ja. Nur im Zeitpunkt des Schusses und kurz danach haben sie eine tödliche Wirkung. Mhm. Sie haben keine Langfristwirkung. Mhm. Und wenn ich das jetzt aus unserem Gespräch jetzt so ein bisschen richtig resümiere, dann ist die Uranmunition um ein Vielfaches gefährlicher, ja, weil sie ja Tausende von Jahren überlebt. Die Halbwertszeit von abgereichertem Uran ist sage und schreibe 4,5 Milliarden Jahre. Das heißt, eine Urangranate, die heute irgendwo in Afghanistan explodiert, deren Staub wird noch auf dieser Erde, zumindest in Afghanistan, liegen, wenn unsere Sonne längst erloschen ist. Ja gut, also die Erde wird wahrscheinlich in 5 Milliarden Jahren als weißer Riese verglühen, weil die Sonne sich ausgedehnt hat. Damit will ich nur schildern. Damit haben wir dann das Problem gelöst. Ja, wie furchtbar das ist. Ja. Dann frage ich mich, wie ist das mit der Intelligenz in der UNO? Also wenn man Streubomben verbietet, die eigentlich ja hundsgemein sind, aber längst nicht so schädlich wie Uranmunition, und Uranmunition wird nicht verboten. Ja, die Konsequenz, also... Ich muss noch eine Konsequenz erklären. Sie kennen doch den furchtbaren Einsatz dieses Schlafmittels, wo Frauen plötzlich diese sogenannten Kontergan-Kinder geboren haben. Ja. Das sind ja alles erwachsene Menschen inzwischen, Weiblein wie Männlein. Und wenn diese kontergangeschädigte Weiblein oder Männlein miteinander Kinder gezeugt haben, dann sind diese Kinder, weil ihr genetischer Code nicht beschädigt worden ist, kerngesund. Wenn heute aber kontaminierte Soldaten aus Afghanistan, ob nun Amerikaner, Bundeswehr, Franzosen oder was weiß ich, nach Hause kommen, heiraten und sich kontaminiert hatten, dann werden sie ihre Kontamination an ihre Kinder weitergeben, und zwar an ihre Kinder und Kindeskinder. Das geht nie mehr aus dem genetischen Code raus, außer wir lernen irgendwann, den genetischen Code so zu verändern, dass er eben keine Angst haben muss, durch Uranmunition geschädigt zu werden. Das wird aber nicht gehen. Dann wird das also, ich erkläre es immer so, wenn also ein farbiger amerikanischer Soldat hier in der Eifel oder hier im Ruhrgebiet eine weiße Frau geheiratet haben, dann haben sie Kinder bekommen, die waren
schön Mischlinge. Schokoladenbraun. Sie sind Mischlinge gewesen, ja. Und mit der Zeit kann es natürlich passieren, die heiraten wieder und wieder und dann kann es mal passieren, dass ein solcher Nachfahre plötzlich weiß ist. Und der freundet sich dann mit einer echt Weißen an, ja. Aber dieser Nachkomme dieses farbigen Soldaten, der hat in seinem genetischen Code noch die Farbe. Ja. Und er denkt natürlich, ach, ich bin ja weiß, das erzähle ich meiner Geliebten, meiner Frau nicht. Ich bin ja weiß, was soll schon passieren? Und jetzt das nächste Kind kann farbig sein. Ganz normal schokoladenbraun. Und dann wird er sagen, wie, was, Ja, da kann man ja, das kann man ja nachlesen so oder nachvollziehen. Ich nur, ja. So bleibt eben der genetische Code durch Uranmunition und die Folgen geschädigt. Das heißt also, dass die Länder, die mit Krieg überzogen worden sind, durch den Friedensbringer Amerika, noch viele hundert Jahre an den Folgen zu kämpfen haben. Tausend Jahre. Tausende von Jahren. Ja. Das heißt also, viele hunderttausende, Millionen Menschen im Irak, in Libyen, ich weiß nicht, in Syrien ist da auch was verschossen worden. Auch verschossen worden. Also wenn die Amis ja dort ihre A10 einsetzen, dann doch deshalb, weil der IS in Mosul die neuesten amerikanischen Panzer erobert hat, deren Ketten geschützt sind durch Uranplatten und so weiter, der Turm geschützt ist durch Uran und die kann man nur abschießen mit einer Urangranate. Und deshalb wird diese A10 in Syrien von den Amerikanern eingesetzt. Wie kommen die denn an diese Panzer? Ja, das der haben sie, der IS hat ja mal die Stadt Mosul erobert und das war... Und da standen die dann rum. Da standen die neuesten amerikanischen Panzer, natürlich gedacht für die irakische Armee, herum. Und bei der Flucht, wo die also die Beine in die Hand genommen haben, haben sie vergessen, die Panzer mitzunehmen. Ja, also das ist wenig erfreulich und die Folgen werden noch viele tausend Jahre zu spüren sein. Und der genetische Code von ganzen Generationen, hunderten von Generationen wird verändert werden. Ja, wir haben ja aber das, diese Sache, die macht ja nicht Halt und unterscheidet zwischen Opfern und Angreifern. Mhm. Ich habe Ihren Film ja, deinen Film auch gesehen. Da wurde dann zum Beispiel von einer englischen Frau berichtet, die Panzer mit dieser Munition bestückt hat. Sie hat sie scharf gemacht. Sie hat sie scharf gemacht? Und dann wurden die scharf gemachten Granaten wurden von dem Panzer aufmunitioniert und dann konnten sie eben ins Gefecht fahren. Und dieser Vorgang, da hat sie eben zu tun gehabt mit diesen Geschossen. Und da reicht es natürlich, dass man, wenn man die anfasst und sich vergisst, dann die Hände zu waschen und dann in der Nase bohrt oder ein Eis isst und irgendwie den Finger ableckt, dass man eben einen Nanopartikelchen runterschluckt. Das reicht dann schon aus? Das reicht schon aus. Eben weil die sogenannten Fresszellen, die wir ja zum Schutz für solche Fremdkörper haben, die gehen ja überall im Körper rum und suchen die Fremdkörper. Die umhüllen die und führen dann diese Fremdkörper auf den natürlichen Weg wieder nach draußen. Aber in der Evolution des Menschen haben diese Fresszellen nicht gelernt oder nie erfahren können oder es lernen, dass es Nanopartikelchen gibt aus Uran, 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen, die erkennen die nicht, die gehen also vorbei, die finden die nicht. Und gleichzeitig sind die so klein, dass sie eben überall hinwandern kann. In den männlichen Samen, in die weibliche Eizelle, über den Riefkolben, direkt ins Gehirn und so weiter und so weiter. Also sind auch sehr viele Soldaten davon betroffen, die in dem Krieg gekämpft haben. Ja, wir haben ein Experiment gemacht, die New York, nicht die New York Times, sondern irgendein New York Herald oder so in Amerika, hat wahllos aus den heimgekehrten Soldaten, amerikanischen, von 2003 Krieg, wahllos 9 rausgesucht. Hat von denen eine Urinprobe genommen und hat die an Dr. Axel Gerdes geschickt, der eben der Spezialist da war, neutral und ein korrekter Mann und hat sie dort an der Johann Wolfgang Goethe-Institut, an der Geologischen Institut untersuchen lassen. Mhm. Und von 9 Soldaten
ja, waren 4 kontaminiert. Das heißt, mehr als 40% der heimkehrenden Soldaten laufen Gefahr, dass sie kontaminiert nach Hause kommen. Man weiß schon aus dem Krieg, jetzt rede ich von 1991, da waren 650.000 amerikanische Soldaten im ersten sogenannten Golfkrieg, also 91, eingesetzt. Da hat es ja nur 300 Tote gegeben. Das heißt, diese Soldaten sind fast alle scheinbar gesund wieder nach Hause gekommen. Von diesen scheinbar Gesunden sind heute durch Krebs, Leukämie 30.000 tot. Und 325.000 GIs sind arbeitsunfähig krank. Interessiert niemanden. Also es sind 600.000 amerikanische GIs im Irakkrieg, im ersten Golfkrieg gewesen. Und man hatte dann 9 GIs untersucht, davon waren 4 kontaminiert. Und von den anderen, wie sah das da aus? Ja, also von diesen weit über 600.000, 650.000 sind in den nächsten 5-6 Jahren 30.000 an aggressiven Krebserkrankungen erkrankt und gestorben, beziehungsweise Leukämie. Und 325.000 dieser ehemaligen GIs, die also im ersten Golfkrieg waren, 91, sind arbeitsunfähig krank, leben also von irgendeiner Stütze, wenn es die überhaupt in den USA gibt. Wie geht man in Amerika in der Öffentlichkeit überhaupt damit um? Also in Amerika gibt es, glaube ich, 600 Soldaten, die werden von einem Konsortium von Rechtsanwälten vertreten, so wie damals bei dieser Zigarettenklage in den USA, wo dann 900 Millionen gezahlt wurden. Ja. So ähnlich ist das und das ist natürlich ein Prozess. Die GIs können natürlich nicht für sich klagen, sondern nur, weil sie missgebildete Kinder haben, klagen sie für diese missgebildeten Kinder auf eine Entschädigung. Und es ist nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr um eine Summe wie bei der Zigarettenindustrie, um Läppchen 900 Millionen Dollar, es geht um Milliarden Dollar. Und das will natürlich der amerikanische Staat verhindern und versucht das natürlich irgendwie in die Jahre zu schleppen und zu verschleppen und zu verschleppen. Aber damit sich das auf biologische Art und Weise verlieren. Ja. Und dann ist das Land erledigt. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, das ist, eine gute Frage. Das ist ja auch so eine ganz tolle Organisation, die uns vor Epidemien schützen möchte. Man denkt mal allein an Ebola, Elfenbeinküste und so weiter, an die Vogelgrippe. Wie besorgt die WHO ist und welche Sofortmaßnahmen sie mit Impfungen und so weiter direkt parat hat, wie steht die eigentlich zu diesem also Thema? Also die Weltgesundheitsorganisation WHO hat also versucht, zum Beispiel im Kosovo, Krieg, nach dem Kosovo-Krieg, also Bodenproben, Luftproben, Wasserproben und hat eben mit Entsetzen festgestellt, dass das überall im Kosovo vorhanden ist, obwohl nach Auskunft der Koalition der Willigen im Kosovo-Krieg nur 10 Tonnen angeblich eingesetzt worden sind. Das ist natürlich eine Zahl, die nicht stimmt. Die Serben haben gesagt, es waren mindestens 40 Tonnen, die eingesetzt wurden. Nur jetzt die Urangeschosse aus der A10, nicht die Bomben gerechnet. Und dann haben alle eben geguckt in den Irak, weil man weiß, dass gerade im Süden, in Basra, wo die großen Panzerschlachten stattgefunden haben, unglaublich viele Soldaten, irakische Soldaten, aber auch, wie gesagt, eingesetzte amerikanische Soldaten inzwischen an gleichen Krebsarten erkrankt sind. Und man hat den Spezialisten der WHO einen beauftragt, das zu untersuchen. Der hat also eine Studie gefertigt und in dieser Studie kommt er zu dem Schluss, ich verkürze es jetzt, dass gerade durch die hohe Giftigkeit und die gleichzeitige radioaktive Strahlung
die Gefahr kulminiert, dass man eben dort Krebs bekommt. Vor allem, weil die eben, wie die amerikanischen oder britischen Soldaten, nicht nur 6 Monate da sind, sondern die Iraker ja immer da leben müssen. Ja. Und so hat man eben festgestellt, und daraufhin hat er diese Studie veröffentlicht und geglaubt, dass die WHO diese Studie jetzt in die Welt schickt als Aufklärungsmaterial. Was passiert? Die Studie verschwindet im Giftschrank der WHO, wird nie veröffentlicht. Und wir haben das erst erfahren 2004, als dieser Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ist ja auch egal, dieser Mann hat dann, als er pensioniert war, ist ein Norweger, das an die Öffentlichkeit gebracht in Berlin auf einer großen Tagung, die die IPBNW veranstaltet hat, und hat diese ganze Geschichte erzählt. Und 2008 hat dann der Bayerische Rundfunk einen Film gemacht über die Auswirkungen der Uranmunition im Irak. Und da wurde dieser Mann nochmal interviewt. Und da waren es inzwischen 16 hervorragende Studien, das wusste er, obwohl er pensioniert ist, von Freunden, die eben noch in der WHO arbeiten. Und diese 16 hervorragenden Studien zu Radioaktivität und die Folgen, hervorgerufen durch Uranmunition, sind auch verschwunden. Zufällig verschwunden. Ja. Und ja, jetzt die Frage, wie kann sowas passieren? Naja, in unserem, ganz einfach. In unserem Bundeskanzleramt verschwinden ja auch ganze Festplatten. Nee. Da gibt es einen Vertrag. Es gibt einen Vertrag, da haben die USA in den Vereinten Nationen die internationale Atomenergiebehörde, der den Auftrag gegeben, sich mit der WHO in Verbindung zu setzen und einen Vertrag zu schließen über Radioaktivität und die Folgen. Und wenn dann Studien gemacht werden, dann müssen beide Organisationen, das haben sie unterschrieben, im gegenseitigen Einverständnis bezeugen, damit diese Studien veröffentlicht werden. Und die WHO hat natürlich nicht gedacht, dass die internationale Atomenergiebehörde, immer wenn es um die Folgen von Radioaktivität geht, solchen Studien nicht zustimmt. Und deshalb ist nie eine solche Studie veröffentlicht worden. Da muss man eigentlich, glaube ich, nur fragen, cui bono, wem nutzt es? Wer steht hinter der Atomenergiebehörde in Amerika? Den USA und der Koalition der Willigen, die überall da, wo sie ihre Kriege führen, diese Waffe brauchen, weil es nichts Besseres gibt. Ja, aber wenn ich mich selber schädige, dann ist die Waffe ja Fluch und Segen zugleich. Das also ist denen Segen, egal, wer geht schon in die amerikanische Armee? Das sind lauter Underdogs, das sind Farbige, das sind arme Leute, die also nur ihre Familie ernähren können, indem sie sich verpflichten, so und so lang in der Armee zu dienen. Und da gibt es Millionen und da kann man eben auf 325.000 arbeitsunfähig krank, das sind Zahlen, die interessieren die Amis nicht. Kollateralschäden. Und die Verantwortlichen, die Offiziere, das müssen sie mal muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die haben immer Schutzanzüge getragen. Die haben zum Teil in eingesetzten Gebieten Gasmasken getragen. Und die Soldaten haben sich gewundert, ja, ist der denn blöd, der Offizier? Warum läuft der hier mit einer Gasmaske rum? Ja, das ist ziemlich viel Neuland für mich, was ich jetzt so alles höre. Ich habe natürlich auch Ihren Film gesehen, aber das sind ja noch ein bisschen weitergehende Informationen. Wie geht die Politik in den betroffenen Ländern eigentlich um? In Irak, in Libyen, in Syrien und so weiter, sofern sie ja, also Libyen und Syrien sind immer noch sehr destabilisiert, Irak eigentlich auch, aber Irak hat ja eine zumindest demokratisch gewählte Regierung. Ja. Also wir waren ja, als ich zuletzt im Irak war und den Film für den WDR gemacht habe, der einmal gesendet wurde, das war ja im Herbst 2003, also ein halbes Jahr, nachdem George W. Bush den Sieg erklärt hat. Und da haben wir ja viel mit Irakern gesprochen,
die immer, wenn sie gesehen, erfahren haben, dass wir Deutsche sind, die wussten natürlich, dass die Deutschen an dem Krieg nicht teilgenommen haben, nicht zur Koalition der Willigen gehört. Dann wurden wir eingeladen und wenn die noch so arm waren, dann haben wir immer einen Tee gekriegt und wurden bedient und so weiter und so weiter. Und dann haben wir natürlich vorsichtig immer gefragt, ob sie was wissen über Uranmunition. Und die haben gesagt, depleted uranium, aber sicher. Selbstverständlich, das war der große Schlager. Der Gaddafi hat die ganze Bevölkerung aufgeklärt und hat eben gesagt, diese Schweinehunde, die Amis, die setzen diese Teufelswaffe an. Also die Bevölkerung war aufgeklärt, nur hat sie gesagt, was sollen wir denn machen? Was sollen wir machen? Also die Führer von den Feindstaaten haben ihr Volk aufgeklärt, was der Amerikaner macht. Und dann kann man ja eigentlich nicht erwarten als Amerikaner, dass man da als Befreier gefeiert wird. Ich habe ja in meinem Film ein Video, das die Amis gemacht haben, zur Aufklärung ihrer Soldaten. Das sind die explodierenden Panzer und so. Das, diese Einstellung sind aus einem Video, das die Amerikaner gemacht haben. Und im, vor dem Krieg 2003, ich weiß nicht, welcher General jetzt da den Krieg geführt hat, als er erfahren hat, dass die Amerikaner, die Armee, ein solches Video gemacht hat, da hat er gesagt, ja seid ihr denn verrückt? Wenn wir das unseren Soldaten zeigen, wie gefährlich das ist, da geht doch keiner hin. Da machen die eher Fahnenflucht. Die sind doch nicht verrückt. Also wurde das Video verboten. Und mir hat einer eine VHS-Kopie zugespielt. Und drum ist die in dem Film Todesstaub drin. Ja. Die gehen über Leichen. Das glaube ich unbesehen. Die wollen eigentlich Professor Schott, mit dem ich viel gearbeitet habe, und wir waren ja zweimal eingeladen ins Auswärtige Amt, 2008 und 2010, Thema Uranmunition und die Folgen. Da waren wir ein harter Kern von Leuten, die eben in der Regierung durchsetzen wollten, dass man endlich eben sagt, wir machen da nicht mehr mit. Und da waren natürlich auch Vertreter, zum Beispiel der Chef der GSF, also der Gesellschaft für Strahlenschutz in Neuherberg bei München. Das sind natürlich Leute gewesen, die das verharmlost haben. Die haben immer gesagt, ja, ja, die Giftigkeit, aber das kann man ja vermeiden. Aber die Strahlung, das ist ja lächerlich. Und haben dann immer das Argument gebracht, diese Strahlung, die ja nur 4 Millimeter weit geht, die kann man ja mit einem Blatt Papier abhalten. Und das stimmt. Nur, wenn du so ein Nanopartikelchen 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen einatmest, ja, und das wandert jetzt mal, nehmen wir nur an, der Einfachheit halber, in die Lunge, dann setzt es, dann erkennen die Fresszellen das nicht, setzt sich irgendwo fest und dieses Nanopartikelchen strahlt dann wie eine kleine Sonne, 5 Millimeter weit, ständig auf die Nachbarzellen. Und die Nachbarzellen hat eben kein Stück Papier, um sich zu schützen. Und so kriegst du Krebs. Nimmt das Elend seinen Lauf. Ja, ja. Und wenn der Krebs streut, wandert er überall hin, wenn du ihn nicht rechtzeitig erkennst. Ende. Und schon die Bestrahlung, die manche kriegen, Frauen mit Brustkrebs und, wir auch, kriegen ja entweder eine Chemo. Aber in einem bestimmten Alter nützt die Chemo nichts mehr. Da macht die Chemo nur noch 2 oder 3% auf zur Heilung. Also bleibt dir nur die radioaktive Bestrahlung punktuell auf deinen Krebs. Aber jede radioaktive Strahlung, das hat schon Dr. John W. Goffman 1979 gesagt, der war Physiker und Arzt und war bei der Entwicklung der ersten Atombombe dabei. Der hat damals schon gesagt, 1979, als hier keiner wusste von Radioaktivität und Alphastrahlung, geschweige denn Uranmunition und, hat er schon publiziert an die Kollegen, an seine Kollegen, ja, in Fachzeitschriften hat er publiziert, man müsste eigentlich für etwa 100 Wissenschaftler, die an der Entwicklung dieser Bombe dabei waren, ein Nürnberg-ähnliches Gericht machen und sie verurteilen, mich eingeschlossen, denn wir wissen heute, wie gefährlich diese Alpha-Strahlung ist, wir wissen es ganz genau. Damals haben wir ein Experiment gemacht und sie eingesetzt, aber heute, 1979, wissen wir über die furchtbare
folgen. Und wenn wir sie trotzdem einsetzen, dann ist das ein Mord. Ich beschäftige mich ja, wie gesagt, weil dieser Verein hier auch von der INWO gesponsert wird, mit der natürlichen Wirtschaftsordnung und mit dem Geldsystem. Man muss bedenken, dass Amerika seit Bestehen keine 2 Jahre keinen Krieg geführt hat. Das heißt also, es ist eine ziemlich kriegstreiberische Nation. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben, wie du ja eben schon sagtest, die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse stattgefunden. Und dort hat man von Seiten Amerikas festgestellt, dass ein Angriffskrieg das Verwerflichste ist, was die Menschheit überhaupt kennt. Richtig. Irgendwie scheint er seine eigenen Protokolle nicht gelesen zu haben, Richtig. Der Amerikaner. Immerhin Richtig. Hat er seit dem Zweiten Weltkrieg 34 Angriffskriege geführt mit annähernd 30 Millionen toten Menschen. Ja. Und das kann man sehr gut. Waffe einsetzen, die eigentlich ein Kriegsverbrechen ist, nach Haager Konvention und allen Konventionen, ja, weil sie entweder als Gas wirkt oder eben als Radioaktivität, ist sowieso verboten und so weiter und so weiter. Und eigentlich die, die diese Kriege gemacht haben, nämlich Bush Sohn und Bush Vater und Blair und wie sie alle heißen und auch Clinton für den Krieg im Kosovo, die gehören eigentlich alle vor ein Kriegsverbrechertribunal. Aber das traut sich keiner. Ja. Genauso wie wir jetzt im Augenblick alle der NATO hinterherrennen. Ja. Ich sage immer Nordatlantische Terrororganisation. Mhm. In deinem Film hast du noch den Dr. Siegwart Horst Günther erwähnt. Mhm. Kannst du zu diesem Menschen etwas noch sagen? Günther ist ja der Arzt, der das eigentlich seit 1991 publik gemacht hat. Der ist ja lange vor mir, hat er Aufnahmen gemacht, hat er diese Länder bereist. Er hat ja 40 Jahre im Nahen Osten gearbeitet. Er ist ja ein DDR-Bürger gewesen, in Halle an der Saale geboren, ne? War schon mit 30 einer der jüngsten Professoren der DDR, ist da überall rumgereist und ihm sind eben dann 91 nach dem Krieg diese Sachen aufgefallen, dass eben Kinder, die mit dieser Munition gespielt haben, die haben die sogar angemalt und als Puppen, ne, solche Geschosse angemalt und als Puppen und mit ins Bett genommen und das Kopfkissen und haben dann hier Ausschläge gekriegt, Verstrahlung, haben Leukämie gekriegt, sind an Krebs gestorben und hat er gesagt, also jetzt nehme ich so ein Geschoss mit nach Deutschland. Gut, wie kriegst du ein radioaktives Geschoss nach Deutschland 1992? Ja, damals also gab es aber noch nicht diese Kontrollen, ne, wie heute. An einen gut befreundeten Diplomaten der DDR, der hat das in seinem Diplomatengepäck mit nach Berlin genommen und dann hat er es an 3 Universitäten untersuchen lassen und zuletzt an der Freien Universität in Berlin. Das war an einem Freitag und da haben die so gesagt, oh, jetzt ist gleich Schluss, 12 Uhr, kommen Sie am Montag wieder. Und dann musste er wieder mit dem Geschoss in der Aktentasche mit der Straßenbahn durch halb Berlin fahren nach Hellersdorf, da hat er gewohnt, und am Montag wieder rein. Und als er am Montag ankam, da waren schon 30 Polizisten, haben ihn festgenommen, haben das Geschoss beschlagnahmt und er wurde verklagt wegen Aussetzung radioaktiver Strahlung in Form eines Geschosses. Dann fand ein Prozess statt und das Gericht hat ihn verurteilt, weil eben die Gefahr besteht, dass ein Abrieb an diesem Geschoss entsteht und wenn man den einatmet oder aufnimmt, kann man erkranken und sterben. Das war 1993 im Januar oder Februar, dieses Urteil. Ja, ein deutsches Gericht hat erkannt, wie gefährlich das ist und Günther wurde zu 3000 Mark Geldstrafe verurteilt. Ja? Mhm. Und da hat er gesagt, die zahle ich nicht. Außer Bush Vater zahlt für jedes Geschoss, das er im Irak kriegt, und da sind ja, haben die zugegeben, 320 Tonnen eingesetzt worden, allein im Südirak, um Basra herum. Außer er zahlt für jedes eingesetzte Geschoss auch 3000. Ja, und da wollten sie ihn für als verrückt erklären. Das ist natürlich abgeblockt worden durch seinen Anwalt und so weiter und so weiter. Er ist zwar kurz ins Gefängnis gekommen nach Kiel, dort wurde er verprügelt, als Judensau bezeichnet, weil er Halbjude ist und so weiter und so weiter. Letztendlich kam er frei. Als er mir das erzählt hat,
hat er hinterher drüber gelacht. So ein Mensch war er. Aber er ist schon durch die Welt getingelt und hat Lichtbildervorträge gemacht zur Uranmunition und die Folgen. Er war Ehrenbürger in zwei Staaten in den USA. Er war Ehrenbürger irgendwo in Moskau. Er war in Spanien. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern. Mhm. Aber man wollte ihn mundtot machen. Ich habe eine Szene in dem Film gesehen, da wird Rudolf Scharping als Verteidigungsminister interviewt zu diesem Thema Gefährlichkeit der Urangeschosse. Und er hat gesagt, dass die absolut ungefährlich sind. Das hat er betont. Das hat nicht nur Scharping gesagt, das hat auch der Chef der Grünen, Joschka Fischer, gesagt. Dass die ja selbstverständlich zur gleichen Zeit in einer ZDF-Sendung. Da tun sich das ja ganze Abgründe auf. Film drin. Jetzt tun sich furchtbare Abgründe. Und drum, wenn ich, also wenn irgendwie Grünen zu mir kommen und erzählen mir irgendwelche Geschichten, dann sage ich immer, die sollen bitte die Klappe halten. Denn sie sollen sich schämen, dass Joschka Fischer damals mitgemacht hat für den Kosovo-Krieg. Und Schröder selbst bezeichnet das ja als ganz großen Fehler. Er sagt ja heute, dass es ein völkerrechtswidriger Krieg war, der durch nichts gerechtfertigt war. Richtig. Aber die Grünen haben mit Eifer mitgemacht. Richtig. Als pazifistische Partei. Schlimm. Wie sind eigentlich deine... Wir haben eigentlich ja schon eine ganze Menge über diese Abgründe, Veröffentlichungen, Unterschlagungen, abhanden kommen von Gutachten und so weiter. Auf höchster Ebene, WHO, UNO und so weiter, in den Nationalstaaten, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber was sind deine persönlichen Erfahrungen in der Medienlandschaft zu diesem Thema? Also da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Nicht so ganz lange vor mir, aber ein Jahr vor mir, ich habe mich etwa 2002, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und Unterlagen zu sammeln, damit ich dem WDR einen Vorschlag machen kann. Und da bin ich natürlich auch auf einen Artikel im Spiegel gestoßen, und zwar in zwei Spiegelfolgen, 3 und 4 des Jahres 2001, von einem Redakteur, ein ausgezeichneter, kluger Mann, Sigismund von Ilsemann. Und diesen habe ich kontaktiert und er hat mir eben gesagt, ja, er kennt inzwischen meinen Film und er beneidet mich ein wenig, weil ich natürlich mit bewegten Bildern arbeiten kann und so natürlich die Bevölkerung viel stärker beeindrucke. Ja. Aber, sagt er, hat er gesagt, Friede Wagner, selbst mit ihrem heutigen, damaligen Fachwissen, ja, wird es Ihnen nicht gelingen, irgendwo etwas weiter über Uranmunition und die Folgen zu publizieren, denn das ist ein Tabuthema geworden. Und so ist es. Man hat dann so kleine, ab und zu hat der Spiegel mal wieder nach meinem Film 2004 was gebracht. Die Süddeutsche hat mal auf Seite 32 im Kulturteil was gebracht und so weiter. Also schön aber versteckt. Es wird eigentlich versteckt und unterdrückt. Das ist meine Erfahrung. Und deine berufliche? Wenn Sie, gucken Sie mal, wir brauchen ja gar nicht weit gucken. Hier ist ja in Remscheid am 8. Dezember 1988 in der Stockterstraße eine A10 runtergekommen und hat ein Inferno angerichtet. Da brannte auf 350 Metern so und so viele Häuser. Und Johannes Rau, der damalige Ministerpräsident, der ist da also fast sprachlos. Und als man ihm das Mikrofon hingehalten hat und hat gefragt, was sagen Sie dazu? Der sagt, das ist furchtbar. Ist ja wie im Krieg. Aber man hat nie gesprochen über die Folgen. Die hat man versucht zu verschweigen, zu unterdrücken, und zwar systematisch. Und drum will ich eigentlich, 2018 ist ja diese schwere, schlimme Katastrophe, dann 30 Jahre, bis dahin würde ich gerne nochmal ganz neu recherchieren, so wie ich es immer gemacht habe, Zeitzeugen ausgraben, vielleicht sogar jemanden finden, der ein Urangeschoss im Keller versteckt hat, weil er gedacht hat, vielleicht brauche ich das mal später.
ein Wunschtraum, aber man muss immer ein bisschen Glück haben. Und wenn ich sowas finde, also Zeitzeugen, die jetzt reden, vielleicht auch aus der Verwaltung, weil die damals ein Sprechverbot bekommen haben von ganz oben und von den Amerikanern. Sie müssen es mal sehen, wie der amerikanische General da rumstottert. Das ist furchtbar. Oder in Laufeld, der wusste ganz genau, am 1. Was Sache ist. April, leider am 1. April, aber es war kein Scherz, 2011, mitten im Libyenkrieg, stürzt in Laufeld, 100, 200 Meter von Laufeld, eine A10 auf dem Heimflug nach Spandalem, stürzt da ab, verbrennt. Da kommt die Eifeler Feuerwehr, ne, kommen an und versuchen zu löschen. Ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Der Pilot hat sich zwar verletzt, konnte aber mit dem Schleudersitz sich retten, musste ins Krankenhaus. Aber kurze Zeit später kamen die Amis in Schutzanzügen mit Gasmasken, haben die deutsche Feuerwehr weggeschickt und haben gelöscht. Dann hat man natürlich irgendwann das abgelegt und hat gesagt, ach, es war nur Übungsmunition. Jede A10 hat, so wie man heute ein Auto umschalten kann mit einem Hebelfinger, von Benzin auf Gas, hat jede A10 einen Schalter, da kann sie von Übungsmunition umschalten auf Uranmunition. Echte Munition. Auf echte Munition. Und das ist Uranmunition. Jede A10 hat, der ist dafür konstruiert, der hat eine Gatling-Kanone. Also die selbst macht, wenn die zur jagt Übung... 4.900 Schuss in der Minute raus, wenn er will. Also wenn die auf Übungsflug sind, haben sie auch trotzdem scharfe Munition. Es wurde dabei behauptet, die waren auf Übungsflug. Der kam aber, meiner Meinung nach, kam er aus Libyen zurück und hatte natürlich irgendwas noch an Bord. Wie sieht es mit die Amerikaner haben gelogen, immer gelogen. Als die 95 Hatschitschi bombardiert haben, 95, hatte ja 93 durch diese gerichtliche Untersuchung Günter Lengz festgestellt, dass das Urangeschosse sind, die überall eingesetzt werden. Und die haben 95 noch Hatschitschi schwer bombardiert und haben behauptet, da ist überhaupt kein Uran drin. Und wir haben das natürlich in dem Film überall festgestellt. Alles hat gestrahlt. Wie sieht das mit Rammstein aus? Spandale hast du jetzt erwähnt. Ja, Rammstein ist ja die größte. Spandale sind die großen Drehscheiben der Amerikaner. Da liegen alle diese Waffen, die sie für ihre Kriege brauchen. Die werden doch nicht erst geholt, wenn der Krieg da ist. Nein, da in ihren Depots, da liegen diese Waffen. Das ist ja logisch. Was Rammstein und Spandalem nicht hat, da bin ich ziemlich sicher, irgendwelche Atombomben. Weil sie natürlich nicht wussten, ja, die wollen nicht, und sie wollen auch, dass der Russe weiß, dass die keine Atombomben da haben, damit er eben keine Mittelstreckenraketen schickt, um Spandalem und Rammstein zu eliminieren. Das haben die schon so bekannt gemacht. Das glaube ich, dass da keine sind. Aus diesen Gründen. Aber es ändert sich ja. Die spüren ja das Unbehagen in der Bevölkerung. Und jetzt wird langsam, konzentriert sich alles auf Leipzig, dass da alles hingeschickt wird. Außerdem ist man näher dran an den Grenzen zu Russland. Ja, man baut ja auch... Also man baut Leipzig als neue Drehscheibe auf für die Kriege. Für Uranmunition und für Atombomben? Ja, Atombomben weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Aber mit Uranmunition und Urangranaten, jeder Abraham-Panzer, der hier durch die Straßen fährt, der hat natürlich Urangranaten dabei. Und natürlich ist auf unseren Truppenübungsplätzen, ja, wo angeblich verboten ist, dass solche Uranwaffen eingesetzt werden. Und die Amerikaner das immer bestätigen wollen, ja. Werden. Aber selbstverständlich. Dann ist das ja also schon hochgefährlich, wenn so ein Abraham-Panzer hier durch die Straßen fährt, auf einer Parade oder sowas, und er Uranmunition dabei hat. Ob er dann auf einer Parade unbedingt, das vielleicht. Ja, oder er wird transportiert. Aber wenn die zu einer richtigen Übung fahren, dann haben die immer Sachen dabei. Das ist doch klar. Keine A10 fliegt doch rum, denn in dem Moment, wo sie fliegt, kann doch irgendwas passieren, irgendwo ein Einsatz sein. Ja, das sind herrliche Aussichten. Dann hat also unser Protest in Rammstein seinen Grund gehabt. Aber selbstverständlich. Und es müssten eigentlich viel mehr Menschen in Deutschland auf die Straße gehen,
weil es auch zu unserem Wohle ist. Und wenn du sagst, dass der Amerikaner... Wir müssen viel mehr solche Sendungen machen und ins Internet stellen, weil das die einzige Möglichkeit ist, weil die Sender selber wollen das ja nicht bringen. Du sagtest eben auch so schön, der Amerikaner hat immer gelogen. Richtig. Dann frage ich mich, warum wir in der EU dem Amerikaner immer noch folgen und selber nicht nachdenken. Warum folgen wir einer Nation, die 34 Angriffskriege gemacht hat, nicht dem Menschengerichtshof beigetreten ist, ihn anerkennt, es gab ja menschenverachtende Waffen verwendet, die unbeschreibliches Leid bringen? Also ich bin schon wirklich hartgesotten. Also mich kann so leicht nichts irgendwie aus der Fassung bringen. Ich habe dann von dem Friedenskreis in Wahnfried eine Internetseite zugemailt bekommen und habe mir die angeschaut. Dort wurden Missgeburten gezeigt, die durch diese Uranmunition entstanden sind. Und ich konnte nach dem 10. Bild nicht mehr weitergucken. Mir war wirklich speiübel geworden und mir standen die Tränen in den Augen. Dieses Leid, was dort erzeugt worden ist. Wir sind uns d'accord sicherlich, dass Krieg nie eine Lösung ist. Natürlich nicht. Aber mir macht es auch jetzt im Augenblick immer mehr Sorge, wie kriegshetzerisch gerade der Westen, die NATO, insbesondere Amerika und in Gefolge auch unsere Bundeskanzlerin permanent agiert und die Bedrohung gegenüber Russland immer mehr verstärkt. Mhm. Ich habe die Befürchtung, dass es eventuell irgendwann mal außer Kontrolle geraten kann. Also wenn ich würde sagen, bei entscheidenden Sachen, wenn man so zurückblickt, dann erheben sich auch in Amerika Stimmen und gerade von amerikanischen Militärs und gerade von älteren amerikanischen Militärs, verdienten Leuten, dass die also dringend von bestimmten Sachen abraten, ob das nun im Irak war, ob das jetzt wieder in Syrien ist. Und wir haben zurzeit, Gott sei Dank, in Putin einen russischen Präsidenten, der also Obama schon 2-3 Mal die Haut gerettet hat, weil Obama ist immer vorgeprescht mit irgendwelchen Sachen in Bezug auf Syrien, ja, wo dann durch die vernünftige und kluge Reaktion von Putin vieles verhindert werden konnte. Und solange wir also so und drum müssen wir, und das deutet sich ja ein bisschen an, was jetzt so unser Außenminister macht und auch andere, die sagen, also man muss mit Russland wieder mehr ins Gespräch kommen, man muss mehr kooperieren und so weiter. Und das kann man natürlich besser machen, wenn in der nächsten Wahl jemand anderes die Regierung stellt. Als die unsere jetzigen bisherigen Politschauspieler. Ja. Ich glaube, dass Steinmeier auch das Maul deshalb jetzt Gott sei Dank aufmacht. Auch deshalb, weil er natürlich in einer neuen oder bei der nächsten Wahl nicht als irgendjemand Kandidat auftritt und sich wahrscheinlich auch ins Privatleben zurückzieht. Und wir sollten mal dran denken, dass so verdienstvolle Leute wie Willy Brandt noch im Bundestag damals bei Diskussionen gesagt hat, wo es eben um Kritik an den USA ging, ja, und wo dann natürlich die Opposition, damals die CDU, gesagt hat, ja, aber wir müssen doch die Treue und was weiß ich. Und dann hat Willy fast lächelnd ins Plenum gesagt, wir dürfen nicht in Deutschland schon Amen sagen, wenn in den USA noch gebetet wird. Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Satz. Der MDR hat jetzt diese Woche den Film Spiel im Schatten herausgebracht. Habe ich leider nicht gesehen, verdammt. Ist in der Mediathek abzurufen auf dem MDR. Ich habe ihn mir heute noch dort angeguckt. Dort wird Russland ja ganz bös dargestellt als propagandabetreibende Nation mit einer hybriden Kriegsführung. Ich kann nur sagen, ich habe mich wirklich sehr viel mit diesen Themen befasst. Mhm. Wir hatten hier im Friedensfragen schon einige, den Bernhard Trautvetter zum Beispiel zu strategischen Kommunikation und so weiter. Von daher meine ich, das ganz gut einordnen zu können, was von Seiten
Russlands geschrieben wird, gesagt wird und was von Seiten Amerikas, der NATO und Europa gesagt wird. Und im Augenblick tendiere ich mehr dazu, eigentlich Russland zu glauben. Viele Dinge sehe ich täglich, lese ich auf Russia Today, die hier in der deutschen Presse überhaupt gar nicht erwähnt werden, aber brandaktuell bzw. hochinteressant sind. Und dazu gab es heute einen Aufsatz in Infokrieger News zu eben der Propaganda. Man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll, wem, links oder rechts, Ost oder West und so weiter. Fazit: Die Menschen werden böswillig in die Resignation getrieben, mit zum Teil haarsträubender Propaganda. Keine der beteiligten Seiten kann hier als unschuldig betrachtet werden. Wenn schon besonders die USA dabei sind, die Welt in einen globalen bewaffneten Konflikt zu bugsieren, es ist inmitten all der Lügen wahrlich fast unmöglich, sich dem Ganzen zu entziehen, und ebenso schwer ist es, die Tatsachen aus Fiktion und Lügen zu extrahieren. Politiker wie Medien müssten ihre Machenschaften zur Verantwortung gezogen werden, wie man es beim einfachen Volk auch macht. Lügen und Propaganda dürfen nicht straffrei sein. Schließlich will man ja auch all jene auf das Schafott führen, die nach besten Kräften versuchen, gegen diese Maschinerie sich zu stellen. Also so wie wir hier versuchen aufzuklären und dem Volk zu zeigen, dass vieles schiefläuft und auch gegen uns gerichtet ist, wir werden bezeichnet als Querfrontler, als rechtsoffen, als Propagandaverschwörer, als Putin-Versteher, als Verschwörungstheoretiker, was es da alles an netten Vokabular gibt. Genauso müsste man eigentlich auch diese Kriegstreiber vor ein Tribunal führen. Stimme ich zu. Da stimmst du zu. Gut, dann würde ich das so als Schlusswort vielleicht stehen lassen. Ganz zum Abschluss, weil Syrien ja einige Male das Thema war. Ich bin durch Zufall im Internet auf ein Buch aufmerksam geworden, Der schmutzige Krieg gegen Syrien. Das ist brandaktuell, erschien im Liebsen Verlag. Dieser Verlag gehört niemandem anders als Hermann Plopper, der wiederum das Buch Die Macher hinter den Kulissen geschrieben hat. Er hat dieses Buch übersetzt aus dem Englischen von diesem Tim Anderson, der Australier ist. Ich habe die ersten 30, 40 Seiten gelesen. Es liest sich mehr als interessant, mehr als spannend. Und jeder, der dachte, dass im Syrien ein Bürgerkrieg vonstatten geht, wird durch dieses Buch eines Besseren belehrt. Es ist kein Bürgerkrieg. Es ist ein Krieg, der von Amerika angezettelt worden ist wegen einer Pipeline. Auch das hat schon Peter Scholl-Latour festgestellt. Ja. Ja, es gibt ja ein paar gute Leute wie die Karin Leukefeld, die so für verschiedene linke Zeitungen schreibt und die wohl die einzige Journalistin ist, die immer wieder in Damaskus ist und in den Brennpunkten da im Nahen Osten. Also das finde ich schon bewundernswert, und die hat ja auch ein sehr gutes Buch geschrieben jetzt zu Syrien. Überhaupt, also die ganze Friedensszene besteht ja eigentlich nur aus Leuten, die aus innerer Überzeugung und mit fast gar keinem Budget kämpfen. Während auf der anderen Seite die Großmacht der Finanz steht, die unbegrenzt finanzielle Möglichkeiten haben, die besten Psychologen, die Zeitungen. Auf der Seite Swiss Propaganda ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden, wie Meinung gemacht wird. Es gibt ja nur drei große weltweite Agenturen. Das ist Agence France-Presse, Associated Press aus Amerika und Reuters. In Amerika gibt es ja alleine, wenn ich mich recht entsinne, 27.000 Redakteure, die für CIA und Pentagon arbeiten. Und diese 27.000 Redakteure bringen ihre Artikel in diese drei Agenturen. Und das, was dort drin steht, wird von allen anderen untergeordneten Agenturen wie dpa oder ATA in Österreich oder SDA in der Schweiz und so weiter sozusagen kommentarlos übernommen und wird nicht gegenrecherchiert.
Und so landen sie bei uns dann morgens auf dem Frühstückstisch. Und dann lese ich in dem Westen, in der Rundschau, Angela Merkel und die NATO möchten mit Russland wieder in engeren Kontakt treten. Gleichzeitig baut Amerika Raketenbasen in Rumänien, will Kriegsschiffe nach Bulgarien aussenden, baut Raketenbasen in Polen auf, armiert Litauen, Lettland, Estland und so weiter. Also da kann irgendwie was nicht stimmen, vorne und hinten nicht stimmen. Wenn ich jemanden nicht provozieren möchte, es gibt in der Physik einen einfachen Satz, Aktio gleich Reaktio, dann lasse ich das mit der Aktio, weil ich ja automatisch auch wieder eine Gegengewalt erzeuge. Na? Ja, und man sollte sich vielleicht daran erinnern, dass man alle 4 Jahre mal wählen kann und dann darf man eben solche Leute nicht mehr wählen oder solche Parteien. Ich sage, das ist jetzt vielleicht ein Schlusswort noch von mir. Es gibt 3 zarte Pflänzchen, Frieden, Freiheit und Demokratie. Und diese zarten Pflänzchen dürfen niemals vom Volk außer der Hand gegeben werden in irgendwelche Politikerhände oder anderen Mächte, weil die werden sie missbrauchen und nicht pflegen. Und wenn wir das zulassen und nicht unsere demokratischen Pflichten und Rechte verfolgen, dann werden wir selber irgendwann ja, auf dem Schafott beziehungsweise auf dem Krankenbett als sterbenskranker Krebspatient vielleicht landen. Und wir wundern uns, woher das kommt. Frieda, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.